Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, erstmal möchte ich mich für euer super positives Feedback bedanken von meinen letzten drei Videos. Die waren ja so ein bisschen außer der Reihe und auch so ein bisschen, ja, komplett anders. Und zwar habe ich euch ja zusammen mit meiner Cousine euch ein leckeres Drei-Gänge-Menü gezeigt, was so richtig typisch nordisch ist, was so richtig so für unsere Heimat steht. Und schaut auf jeden Fall gerne mal in den Videos vorbei. Ich finde, die sind super lustig geworden und die verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Genau, heute machen wir richtig leckere Erdbeerschmandschnitten. Ich habe nämlich jetzt so die ersten deutschen Erdbeeren entdeckt und die richtig, richtig lecker und aromatisch sind. Und eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber dann habe ich doch die Erdbeeren entdeckt und habe gedacht, nee, das muss ich jetzt ausnutzen. Ich muss euch was mit Erdbeeren zeigen. Es könnte auch passieren, dass in der nächsten Zeit vielleicht ein paar mehr Erdbeerrezepte gibt. Denn ich liebe Erdbeeren und ich finde, diese kurze Zeitspanne, in denen es richtig gute Erdbeeren gibt, die muss man einfach ausnutzen. Und diese Erdbeerschmandschnitten, die sind super einfach zu machen, auch absolut für Backanfänger. Also die sind wirklich super einfach und auch vor allen Dingen super schnell zubereitet und schmecken natürlich richtig, richtig lecker, frisch und fruchtig. Genau, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, als erstes kümmern wir uns natürlich um den Teig für den Boden und dazu habe ich mir jetzt schon mal eine Rührschüssel aufgestellt und da hinein kommen jetzt erstmal zwei Eier. Dann kommt dazu eine Prise Salz und Zucker und Vanillezucker und das Ganze wird jetzt erstmal richtig schön schaumig aufgeschlagen. Das Ganze noch ungefähr so 3-4 Minuten aus. Also es muss nicht ganz so doll aufgeschlagen werden wie jetzt zum Beispiel bei einem Biskuitteig. Dazu kommt jetzt Öl, etwas Milch, natürlich Mehl und Backpulver. Und das Ganze wird jetzt zu einem richtig schönen glatten Teig verarbeitet. So, als nächstes habe ich mir schon mal meinen Backrahmen vorbereitet und zwar habe ich den auf 24 x 24 cm eingestellt und ich habe hier, hier unter dem Backpapier habe ich so eine Lage Alufolie, damit ich die so ein bisschen, hochschlagen kann, damit der Teig möglichst natürlich in der Form bleibt. Ihr könnt statt dem eckigen Backrahmen natürlich auch eine 26er Springform verwenden und da hinein kommt jetzt einfach der Teig. Und dann wird er natürlich in alle Ecken hinein verteilt. Und dann kann das Ganze auch schon in den Backofen. Und zwar habe ich den in der Zwischenzeit schon mal vorheizen lassen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze. Und da kann er dann backen für ungefähr 25 bis 30 Minuten. So, bei mir ist der Boden inzwischen ausgekühlt und als nächstes brauchen wir natürlich Erdbeeren und die werden jetzt erstmal von dem Grün befreit und dann anschließend einfach nur in Würfel geschnitten. So, ich habe jetzt hier den ausgekühlten Boden, den habe ich mir schon mal auf eine Platte gelegt und dann habe ich hier Erdbeermarmelade und zwar habe ich jetzt mich hier für die Variante entschieden, wo keine Stückchen und Kerne drin sind. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Erdbeermarmelade nehmen und damit werde ich jetzt erstmal großzügig den Boden einstreichen. Wenn der Boden dann richtig schön eingestrichen ist, dann lege ich mir hier meinen Backrahmen wieder rum. Und dann verteile ich die Erdbeeren hier auf der Marmelade.
So, als nächstes bereite ich noch einen Tortenguss zu. Dazu habe ich mir schon mal einen Topf auf dem Herd aufgestellt und dazu kommt jetzt Saft. Ich habe jetzt hier so einen Erdbeersaft. Ihr könnt aber natürlich auch andere rote Säfte verwenden. Dazu kommt dann ein bisschen Speisestärke. Und das wird dann jetzt erstmal so lange verrührt, bis da keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Und dann schalte ich den Herd ein und lasse das Ganze aufkochen. Und wenn das dann aufkocht, dann lasse ich das ungefähr für eine Minute weiter köcheln, damit die Speisestärke alles richtig schön abbinden kann. Und dann wird der Tortenguss einfach über die Erdbeeren verteilt. Stelle ich das Ganze erstmal in den Kühlschrank und zwar so lange, bis der Guss fest geworden ist. Das wird in etwa so 20 Minuten dauern. So, in der Zwischenzeit bereiten wir die leckere Schmandcreme zu und dazu habe ich mir schon mal eine Rührschüssel bereitgestellt. Da kommt jetzt Schlagsahne hinein. Dann kommt dazu Zucker und dann wird die Sahne steif geschlagen und während des Steifschlagens lasse ich nach und nach so 2 Päckchen Sahne steif einrieseln. Sahne steif geschlagen ist, kommt da dann der Schmand dazu und wird dann unter die Sahne gehoben. So, wie ihr seht, ist der Guss jetzt richtig schön fest geworden und dann verteile ich da oben drauf die Schmand-Sahne-Creme. Ihr könnt das Ganze komplett glatt streichen oder so wie ich. Also ich mache mir da immer ganz gerne so Wellenlinien rein. So, dann habe ich hier etwas braunen Zucker und den streue ich hier einmal oben drüber. Ihr könntet statt dem braunen Zucker auch irgendwie so Schokoraspel nehmen. Zum Beispiel weiße Schokoraspeln, glaube ich, sehen ganz schön aus. Aber ich habe mich jetzt hier für braunen Zucker entschieden. Und so darf die Torte jetzt erstmal wieder in den Kühlschrank und zwar sollte die jetzt richtig schön durchkühlen für mindestens 2 bis 3 Stunden, aber wie immer würde ich euch empfehlen, das Ganze über Nacht zu kühlen. Wie gesagt, super schnell und super einfach. Und so sieht das fertige Ergebnis jetzt aus. Und ich finde, es sieht einfach nur mega, mega lecker aus. Und zusätzlich noch durch die Marmelade und natürlich den Erdbeerguss habt ihr wirklich so richtig schön eine Erdbeertorte, die einfach nur super fruchtig und lecker ist. Und mit der leckeren, cremigen Sahne-Schmandhaube, das ist natürlich noch das i-Tüpfelchen. Und man hat dann da unten noch diesen richtig leckeren, saftigen Rührteigboden. Und ja, ich kann euch dieses Rezept wirklich nur empfehlen. Schmeckt super, super lecker. Also alle, die Erdbeeren lieben, so wie ich, unbedingt nachmachen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit anderen Früchten machen. Also ich kann das auch richtig gut mit Himbeeren vorstellen oder mit Blaubeeren oder was auch immer, was euch da einfällt. Oder mit Mandarinen zum Beispiel kann ich es mir auch richtig gut vorstellen. Ja, dann hoffe ich, dass dieses Rezept und natürlich auch dieses Video euch gefallen haben. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir noch gerne sofort ein Abo da. Denn ja, dann verpasst ihr eben nichts Neues mehr von mir. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.